Welcome to Berlin, ja? Hello, welcome to Germany. We're gonna go in the Spy Museum. Damit wir auch wirklich richtige Agenten sind, brauchen wir natürlich noch die richtige Kleidung. Das Video ist. It's me! Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella, hinter der Maurices Kamera. Was geht? Und ihr habt es wahrscheinlich gestern gesehen, Maurice hat mich unnormal süß überrascht. Ja, wir waren Billard spielen und in das Loch, wo die schwarze Kugel reingetroffen wurde, dort fahren wir jetzt hin und es wurde Berlin. Und deswegen machen wir uns jetzt sofort auf den Weg nach Berlin. Unser Bus steht auch schon da hinten und wir steigen jetzt erstmal ein. Es ist jetzt 8:30 Uhr, ich habe den ersten Bus genommen, den wir kriegen könnten. Das einzige Problem ist, dass ich noch kein Hotel gefunden habe, weil die sind entweder alle voll oder übertrieben teuer. Deswegen müssen wir mal gucken. Amazing, danke Maurice. Breakfast. Zwei Salami-Brötchen dazu noch. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Guten Boden. Dankeschön, dir auch. Das riecht nach Berlin. Muff, Berlin City, bitches. It's Fashion Week, I'm just here. Das ist mein Laufsteg. Okay, Spaß. Ich habe auch gute Nachrichten. Und zwar, also Kim weiß ich schon, ich habe eine Nachricht bekommen. Und zwar können wir beim Freund schlafen, der hier in Berlin wohnt. Ist zwar nur in einem Zimmer, also in so einer WG, aber besser als sich jetzt für 300 Euro die Nacht irgendein Hotelzimmer zu holen. Okay, 300 ist ein bisschen übertrieben, aber es war auf jeden Fall schon teuer. Gefühlt 300, ja. Ja. Wir sind schon jetzt angekommen bei... Und auf dem Boden natürlich. Oh Mann! If you like it, you should have put a ring. Zoom on it. Wenn uns das hier gerade schon angezeigt wird, folgt uns doch auf Instagram. Oder? Ja. Unser Magen ist original so leer wie in jedem Video. Ja. Deswegen gehen wir jetzt erstmal was fooden und Leon will uns was richtig krasses zeigen, habe ich gehört. Ja? Krank, also so ein heftiger Laden in Berlin, Leute, wirklich, da kann man immer hingehen, wenn es einem gut geht, wenn es einem schlecht geht, wenn es einem gut geht. Ja, okay, dann würde ich sagen, nehmen wir unsere Beine in die Hand. Maurice, willst du meins nehmen? Dann lass uns losgehen. Dann nimm mein Bein. Ja, okay, gib her. Let's go. Maurice schreibt seine erste Klassenarbeit mal wieder nach der Schule. Ja, ich kreuz einfach mal an und wenn nicht, dann nicht. Scheiß-Test. Achso, weil hier steht ja bis zu 5 Sorten. Ist schon schwer, so eine Kartoffel zu bestellen, ne? OMG! Lecker! Ich bin ja gerade so ein bisschen auf Ernährung und so, dachte mir, bestelle ich mir mal einen Salat, wird voll lowlife. Und jetzt habe ich einfach das bekommen. Das ist so der geilste Salat ever. Ich habe sogar kostenlosen Schmuck dazu bekommen. Voll nett von denen. If you like it, you should have put a ring. Wir haben uns jetzt kurz fresh gemacht und wir machen uns jetzt auf den Weg zu einer coolen, actionreichen... Okay, ich weiß noch nicht so ganz, ob es actionreich wird, aber es ist ein Museum. Aber wir gehen nicht einfach nur in so ein Museum, wo man so steht und so schaut und so denkt, ist das Kunst? Sondern es ist ein Agentenmuseum. Das bedeutet, wir werden gleich FBI-mäßig da rumrennen und so durch Lasers und so gehen. Und das wird einfach mega cool, weil wir sind jetzt echte Agenten. Wir sind gerade zufällig hier in der Mall von Berlin und die haben hier einfach jetzt, wo wir hier sind, so eine Tanzstunde. Maurice, willst du nicht teilnehmen? Nein. Bisschen Hip-Hop lernen? Nein. Wir schauen uns mal an, was die hier gleich so abliefern. Maurice, wir betteln, komm! 1, 2, 3, 4. Krasser Hip-Hop-Workshop hier gerade, ich werde alle zerstören. 1, 2, 3, 4. Hello, welcome to Germany. We're gonna go in the Spy Museum. Dun, 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 dun. Und jetzt in die Kamera gucken, in die Kamera gucken. Oh Leute, ich glaube, hier laufen überall Spione rum. Hey, ich glaube, ich habe da gerade einen gesehen. Nee. Da muss ich mich wohl geirrt haben. Der Game Master hat uns wieder verfolgt. Ich glaube, heute wird er uns umbringen. What the hell? Okay, Leute, wir sind jetzt offizielle Spione. Es wurde hier eine geheime Nachricht für uns hinterlassen, Maurice. Hä?
Du bist eine Meisterspion. Erde an Maurice. Over. Du solltest echt mal wieder deine Zähne rasieren. Over. Ich hab dich nicht ganz verstanden. Over. Die Nudelhackfleischchen-Bällchen sind auch noch dabei. Nudelhackfleischbällchen? Das klingt super. Over. Die Verbindung ist schlecht. Over. Damit wir auch wirklich richtige Agenten sind, brauchen wir natürlich noch die richtige Kleidung. Um die Identität zu schützen, die passende Sonnenbrille. Und gleich geht's los. Maurice hier, Verkleidungskünstler. Das Video ist Gangster-Duo. Okay, Maurice. Das lag nur daran, dass mein Booty einfach zu rund ist. Du bist mit dem Fuß dagegen gekommen. Wir haben hier jetzt einen echten Tresor, dort befindet sich eine Menge an Bargeld drin und wir werden versuchen, diesen jetzt zu knacken. Ich habe eine jahrelange Agentenausbildung. Ja. Und wir haben ihn geknackt! Der Tresor ist geknackt und hier drin befinden sich 25 Euro. Das sind meine Können. Krank. Maurice war noch nie so konzentriert bei etwas. War das etwa das finale Knacken? Öffnet Maurice den Tresor und er öffnet ihn. Bei mir ist gar nichts drin. Sehr gut gemacht. High Five, Sportspion. Bestes Souvenir, ein 0-Euro-Schein. Maurice investiert richtig. Wie viel ist der jetzt wert? 2 Euro oder nichts? Bei mir steht 10 Euro drauf. Badum. Cut, yes! No, no, no! War das gestört? Das sind original also die Motive, wo man so richtig geile Fotos für Instagram machen kann, so. Berlin ist natürlich bekannt dafür, dass man viele Mangos kaufen kann. Deswegen gibt es ja extra Laden dafür. Mango oder Mongo? Ich würde so sterben, wenn es sich 4-mal geben würde, ne? Hey, warum? Ey, das ist wie in diesem Spiegel-Labyrinth. Nur, dass es kein Labyrinth ist. Wir sind jetzt in so einem richtig süßen, schönen Viertel angekommen. Hier kann man sogar Obst pflücken. Hier hängen einfach so Bananen und so rum. Und da sind überall so richtig schöne Lichter. Und it's so beautiful. I'm in a gondola right now and that's so Berlin. There are just lights. They looking like a bubble with light in. So Berlin. Welcome to Berlin, ja? Hier, willkommen. Sie haben Post. Hier, willkommen. Hier, ja. Willkommen. So langsam wird's crazy, Leute. So langsam wird's crazy. Alter, die Ampelmännchen. Bei Grün gehen, bei Rot stehen, bei Kim Caramella. Durchdrehen! What the fuck? Maurice, hä? Du musst nicht streicheln. Bruh. Mich, Mann. Hä? Bitte hier streicheln. Ah! Mein Pressing. Das ist so lustig, wenn man einfach mal als Drittbeteiligter bei diesen Videos dabei ist und dann, oh, und dann einfach mal die Kamera übernimmt. Und dann sieht man diesen ganzen Pärchen Zoff, aber auch die Liebe und die schönen Seiten. Ja, oh. Oh, dieses was? Fahrrad, das ist so schön. Ey, Maurice! Was? Du bist heute besonders sexy! Danke, höre ich öfter. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind hier am Hackeschen Markt, aber jetzt auf dieser Brücke. Gibt's Jagdfleisch? Nein, leider nicht. Drück auf die Bremse! Drück nicht auf die Bremse! Spaß, drück auf die Bremse, Bro. Wir sind ja in Berlin und bekanntlich ist Berlin dafür bekannt für den Fernsehturm. Den können wir einmal hier sehen. Ich finde den so cool. Der ist unnormal hoch. Ich hätte mir den niemals so hoch vorgestellt. Das ist ein Kran. Ich muss jeden Tag so mit Kim rumlaufen, weil sie einfach überhaupt nicht essen kann. Jeder guckt die ganze Zeit auf meinen Flag und der Flag ist voll an meiner Vajayjay. Das Essen war lecker, oder? Das Essen war so lecker, dass meine Hose auch was abhaben wollte. Kim, mach jetzt bitte. Das war die Videobeendung auf SpongeBob-Sprache. Ey Leute, es wird spät und ich merke es auch schon in meinem Kopf. Ich bin richtig kaputt. Es war ein langer Tag, es war ein schöner Tag, es war ein nice Tag. Abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, like das Video. Ihr wisst Bescheid. Das wird mit dem Brand.
Schöne Grüße an die Einhorn Gang. Die Einhorn Gang hat geschrieben, feier euch extrem. Ihr bringt immer den kranksten. Kims Kleid ist mega schön. Danke. Das war das heutige Video aus Berlin. Es werden noch weitere Folgen. Also bleibt dabei. Bleibt dabei. Ciao. Und wir haben geklappt. Der Tresor ist geklappt. Und hier drin befinden sich 25 Euro. Das sind meine Können. Krank.